Hallo und herzlich willkommen, meine Rambas. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bei diesem Replay von World of Tanks. Und zwar mal ein Panzer, der mir eigentlich unglaublich viel bedeutet. Wobei ich ihn selber eigentlich so gut wie nie spiele, der Waffenträger auf EN100, weil diese Reihe mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat damals, wo ich so hochgezockt habe. Jetzt sehen wir uns ein Replay vom Kikox an. Und Karte ist Tundra 10er, 9er Gefecht. Also recht klassisch, wobei die 10er sehr, sehr in der Unterzahl sind, also von dem her sollte er hier hoffentlich seinen Spaß haben. Er spielt sie mit der kleinen Kanone, wie man sieht. Kleine Kanone heißt kleineres Kaliber, dafür aber mehr Durchschlag. Und zwar 276 mit Normal und 352 mit Premium. Ausschließlich für Verbrauchsgüter, große Ersatzteilkiste, große Ersatzhilfekasten und automatische Feuerlöschsystem. Ansonsten Fernrohr und Tarnnetz. Und jetzt sind wir mal sehr gespannt, wie die Runde hier so verlaufen wird. Knappe Minute hat dieser Panzer Reload, so um die 55, 56 Sekunden. Also das dauert sehr lang. Dafür hat man dann 5 Schuss im Magazin, die definitiv immer so um die 500 Schaden machen. Also mindestens mal 2.500. Was sagt es eigentlich? 560 sogar. Also da kann man schon mal einen ganzen Panzer mit einem Clip gut rausnehmen. Und jetzt nähert er sich hier dem E100. Der weiß noch gar nichts von seinem Glück, der rechnet auch nicht mal. Und das könnte jetzt gleich. Erster verschossen, zweiter sitzt, dritter macht ihn weg. Jetzt hat er noch 2 Schuss. Einen für den Leo. Und den zweiten, ja, man hat 4 Schuss getroffen und hat 2000 Schaden gemacht mit einem Kill. Das ist der Waffenträger auf E100. Unglaublich stark, wenn er sein Magazin voll hat. Aber dafür, wenn ihr ihn fahrt, wenn ihr im Reload seid, da kann es richtig Probleme geben. Und auch, man ist gerne Artifokus. Außerdem ist der Turm sehr, sehr, sehr weich. Also, wenn ihr den als Gegner habt, schießt immer auf den Turm. Schießt nicht irgendwie auf die Wanne. Lasst es gleich sein. Einfach oben auf den Deckel. Da kommt ihr immer durch und auch am besten natürlich mit HE. Das wäre das Sinnvollste. So, er ist hier gleich wieder so weit, dass er nachgeladen hat. Und dementsprechend orientiert er sich hier gerade. Aber da bekommt er auf niemanden drauf. Das ist die Frage, entweder er hilft links und fährt da auf die Jungs drauf. Da sind nämlich 5 Panzer, wie er jetzt hier gerade nochmal nachzählt. Oh, da kommt aber T-54 und so. Die kommen jetzt zurück. So, jetzt hat er den. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Und jetzt vielleicht noch einen auf die Badchat. Ja, und die Badget, auch der funktioniert tadellos. Was er jetzt ein Problem hätte, wenn die Badget sich entschließen würde, ihn hier zu jagen, aber Gott sei Dank hat er auch den Waffenträger daneben sich. Dementsprechend ist er nicht ganz so schutzlos. Aber wie gesagt, wäre jetzt normal die Problematik, er lädt nach, hat eine knappe Minute Reload. Da könnte die Badget ganz entspannt hincruisen und ihm aber den Garaus machen. Deswegen, Waffenträger ist immer gut, auch noch ein, zwei Teammates um euch zu haben, die euch da noch so ein bisschen Support geben, wenn ihr im Reload seid. Aber schon 4.100 Schaden und 2 Kills. So, Reload ist gleich wieder durch. So, ist erledigt. So, jetzt geht er auf den gegnerischen Waffenträger und den nimmt er raus. Hat noch 2 Granaten im Magazin, da kommt der STI. Vorne drauf, erster sitzt, zweiter sitzt auch. Er wird hier mit Premium beschossen, ist egal. ST ist weg. 6.700 Schaden und 4 Kills. Also, das hier ist seine Seite, da lässt er nichts drauf kommen. Wer da kommt, der wird einfach gnadenlos vernichtet.
Und das ist natürlich in der Zeit, wo er einen ganzen Clip rausbekommt, kann halt der Gegner einen Schuss absetzen und muss in der Regel dann nachladen. Also das ist natürlich nach wie vor in den richtigen Situationen, und das sage ich ganz bewusst, ein tolles Gerät, aber auch nicht immer. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt finde, dass der OP ist. Häuserkampf oder enge Sachen, wo der auf einmal irgendwo euch eine Übermacht euch gegenübersteht oder ihr seid im Reload oder so, dann ist das Ding aber sowas von schutzlos. Er fährt immer mit dem Heck voraus, sozusagen aus der Deckung, weil er da nicht so viel von sich offenbaren muss, beziehungsweise sich schon mal schneller zurückziehen kann, als wenn diese lange Front dann noch nachgezogen wird. Aber das sind jetzt auch schon fast die letzten Gegner. Jetzt will er sich wahrscheinlich dazu entschließen, doch da mal drauf zu fahren. Bei 1500 Struktur hat er noch, das ist allerhand. So, da jetzt der E75. Aber da hält die Arti auch nochmal gut rein. Mal schauen, wie viel. Aber wir sind alle recht low. So, erster Kill. Zweiter Kill. Dritter Kill. 7 Kills gemacht. Wahnsinn. Ein Triple Kill. Nicht schlecht. Jetzt lebt nur noch die Badjet und die Arti. Und jetzt muss er, wenn er noch einen schafft, kriegt er die Radley Walters. Dann muss er aber den Schuss abwarten. Und er kriegt den Kill. 9140 Schaden, 8 Kills. Alter Verwalter, da sieht man mal wieder, wenn er denn losgelassen wird, Gnade Gott. War eine schöne Runde, hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Und sagt mir doch mal eure Meinung zu diesem Panzer. Das würde mich besonders interessieren. Lasst mir einen Daumen da, kommentiert. Euer Alcaramba.